Sollen wir dieses Mal von der Mitte anfangen mit dem Hufkratzen? Machen wir. Okay. Wir sind heute richtig revolutionär. Oh, wir sind richtig hier. Ich sehe immer noch keinen Dreck unter den Hufen, aber na ja, gut. Doch, bei mir krümelt es ein bisschen. Ja, das Krümeln, ja, aber da sind ja eigentlich so richtige kleine. Irgendwie will es gerade nicht. Na, wo ist der Dreck? Da. So, dann machen wir ja jetzt. Auch eigentlich Bürsten. Noch nicht mal offiziell draußen. Ne? Striegeln jetzt? Ja. Okay. Ja. Ich arbeite mich jetzt von innen nach außen heute. Dann kommt jetzt gleich, glaube ich, Wasser. Ich finde die Checkung großartig mit dem Weißen. Die ist toll. Ja, ja. Auch die Mähne, richtig toll. Aber, Entschuldigung, er hat für mich momentan einen weiblichen Blick. Ich weiß, ich sag's nur ungern, aber so. Nein, sehe ich auch so. Ein bisschen wie Mädchen sieht aus. Stutenhaft. Ich überlege mir jetzt, glaube ich, doch nochmal einen anderen Namen statt Star Guardian. Star Guardian hebe ich mir dann, glaube ich, nochmal für ein anderes Pferd auf. Ich mache jetzt den Schweif. Ich mache den Schweif. Eigentlich ach, du ist bist es am, der Popo. Ich bin gespannt. Du punchst mit Wasser rum. Ja. 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 So, ganz viel Seife. Oh Gott, das arme Pferd. Ja, ich bin jetzt auch beim Schwamm. Ja. Der Streber sein. Ich bin fertig. Angeber. Ich Streber ich. Ich warte noch mit dem Wasser. Wassermarsch. Nee, Wasser hat er ja schon. Ich muss nur noch füttern, glaube ich. Ach so. Oh. Dann schnell. Star. Schnell. Wie könnte ich das Pferd denn dann nennen? Irgendwas mit Asche wäre ja auch toll. Also, ich weiß nicht, heißt das dann Ash? 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 Wie der Pokémon-Trainer. Ash, Ketchum. Genau. So, das haben wir fertig. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich nur noch eine Aufgabe. Training ist nur noch eine Aufgabe. Echt? Jetzt eine neue Aufgabe. Ein Sattel. Ich bin fertig. Ja, ich wäre soweit. Ich habe drauf geklickt. Klicken wir drauf. Oh, ein Sattel. Vorsichtig, nicht erschrecken, mein Kleiner. Ja. Der sieht auch toll aus. Der schwarze Westernsattel. So, jetzt. Fein machst du das. Wir hätten zwar ein Sattelpack draufpacken müssen, aber okay. Level 7. Gut, dann machen wir weiter. Genau. So. Und? Ich weiter geht's. Ich fange mit dem Tränken jetzt an. Du fängst jetzt mit dem Tränken an. Jetzt Muschti-Kurschti. Gut, wir machen jetzt hier wildes Durcheinander. Sollen wir einen Wettbewerb machen, wer schnell fertig ist mit den 5 Aufgaben? Mach mal. Okay. Also, ich bin mit dem Tränken fertig. Diese Bestätigung. Das dieses Pling. Füttern. Ne? Es ist aber süß gemacht. Aber jetzt beim Wettbewerb ist das Pling störend. Ich will doch gewinnen hier. Ich brauche das ist wieder typisch Mandy. Ja, das Mandy, ist, die Battle-Mandy. Bin ich wirklich sehr ehrgeizig. Das ist schlimm. Ja, Segen und Fluch zugleich. Bei manchen Sachen mache ich dann gerne einen Wettbewerb draus. Dim. Wir sind so schnell, kleiner Blue. Die hat gar keine Chance gegen uns. Ich bin schon beim lila Schwamm, du. Ja, ich weiß, du weißt ja nicht, was ich schon alles fertig habe. Was hast du schon alles fertig? Ja, das sage ich dir doch jetzt nicht. Boah, das ist jetzt aber gemein. Schnell, der Schlauch. Schnell. So. Ah, ich habe das Pling umgehen können. Ich war so schnell beim Klicken, dass nicht diese Auftragsbestätigung gekommen ist. Ja, kannst du mal sehen. Also ich bin jetzt beim Letzten. Wir sind jetzt beim Schlauch. Das dauert aber auch am längsten. Schnell. Hufe kratzen. Schlauch, Schwamm. Komm, ich hab weiß, wie dein Huf aussieht. Nein. Gott, Schwamm, komm. Ja, fertig. Okay, fertig. Dann warst du schneller. Ich bin ehrgeizig und verrückt. Nein. Entschuldigung. Alles gut, so. Wir spritzen hier das Pferd noch ab, lauter Blubberblasen auf dem Pony drauf. Mensch. Oh, ich gebe meinem Pferdchen gerade Heu auf der Koppel. Das sieht aus wie kleine Frühlingsrollen. Frühlingsrollen? Ja, musst du gleich mal gucken. So, Auftrag erfüllt. Jetzt habe ich wieder 2 Aufgaben hier. Training? Ja, ich auch. Sattel, das können wir ja schon. Genau. Das machen wir mal. Oh, da habe ich schon einen Spoiler gesehen für die nächste Aufgabe. So, feiner Sattel. Ich würde jetzt das zweite machen. Ja. Okay, ich klicke drauf. Klicken wir mal drauf. Minispiel. Yay. Wo ist mein Feiner? Oh, wie süß. Irgendwie bin ich zu dumm dafür. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, wow. Ich auch. Hä? Bei mir ist schon wieder ein Fehler. Muss ich das im Bei richtigen mir auch. Takt machen? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt rausgeflogen. Oh, ich muss es nochmal neu machen. Aber wir können es nochmal neu machen, ne? Ja. Müssen wir das schnell machen, wenn es sofort kommt, oder müssen wir es im Takt machen?
Also ich habe schon wieder einen Fehler. Oh, hä? Ah, sofort mitgehen. Nee. Ach so, ich war zu schnell. Ach, vielleicht auch mit der Geschwindigkeit? Nee, du musst wirklich, wenn der Finger kommt, musst du gleich mitgehen. Das funktioniert. Während er noch da, die Hand da hochgeht, musst du auch schon hochgehen. Okay, okay, jetzt habe ich es, glaube ich, mal. Dass du passend zum Hindernis, ja. Okay, die Übung ist jetzt, da muss man erstmal wissen, wie es geht. Was mich gerade stört, ist, dass die Hinterbeine irgendwie immer in das Hindernis rein. Ich habe gewonnen, weil ich bin fertig. Gut, du hast gewonnen, ja, hast du. Level 8. Yay. Ah, schnell weitermachen. Ja. Dann wieder Routine. Genau, dann wieder die tägliche Routine. Wie war das mit der täglichen Routine? Ja gut, also wenn ich es jetzt jeden Tag einmal machen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht so eine Routine, sondern jedes Mal so ein, oh, ist das süß, jetzt wo wir es so schnell hintereinander machen. Und der hat so tolle blaue Augen. Ja, richtig hellblaue Augen. Die sind toll. Sehr intensiv. Kann man intensives Blau sagen oder was? Kann man sagen. Ja? Ich bin wirklich gespannt, wie das gleich in-game dann aussieht. Ja, ich auch. Wie das jetzt überhaupt hier funktioniert mit dem Übertragen. Das ist ja auch mal ganz spannend. Ja, weil irgendwie werden wir uns ja anmelden müssen mit unseren Daten. Die werden wir euch natürlich nicht preisgeben. Die werden wir schön verdecken. Genau, genau. Ich, Lavina, jetzt habt ihr schon gedacht, ne? Ja. Nein, habt ihr bestimmt nicht. Ihr seid ja lieb. Nein, eben. Selbst wenn sie wüssten, würden sie es niemals nutzen. Nein. Nein. Niemals. Jetzt sind wir gutgläubig, oder? Ja. Ein bisschen naiv. Zu gutgläubig, nein. Ein bisschen naiv. Ein bisschen naiv. Aber ein bisschen naiv ist ja süß. Komm. Ja, gut. So. Lalala. So. Ja, gut. Die Pferde werden wir dann jetzt gleich im Dunkeln sehen. Ja. Aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Genau. Ich werde dann aber auf jeden Fall kein Kaufvideo machen, aber nochmal ein Video, wo ich das Pferd dann auch vorführen werde. Ja. Das werde ich dann nach der Arbeit aufnehmen. Können wir ja dann zusammen, wenn du willst. Ja, können wir zusammen nochmal machen. Können die ja gleich nochmal kurz angucken, dann nochmal am Tag. Genau. So, Wasser gibt's. Butter. Trink. Nom, nom, nom. Tim hat mich jetzt davon überzeugt, dass ich Star Guardian einfach lassen soll. Ja, sie war sich ja wieder nicht sicher. Ja, ja. Aber Namenswahl ist ja sowieso immer so ein Qualding, oder? Unheimlich ganz schwierig. Furchtbar. Obwohl beim Falben fand ich Honey Pie richtig niedlich, den ich am Anfang gewählt habe. Ja. Aber, ja. So, ich bin beim Training. Komme ich jetzt auch hin? Was gibt's denn hier alles jetzt? Erstmal Sattel wieder auflegen. Sattel auflegen. Das können wir. Zap. Also manchmal backe ich mit dem Sattel ganz komisch so da drüber. Ja, der backt im Pferd irgendwie so ganz komisch, den kannst komisch, auch oder? Nicht richtig anheben, habe ich so. Genau. Irgendwie stockt das immer. So, jetzt so, das mit dem Hindernis, das ist nicht leicht. Oder ich stelle mich einfach nur so blöd an. Ja, du musst halt irgendwie rechtzeitig vom Hindernis hochziehen. Das ist schade jetzt. Also ich finde die App wirklich schön, individuell. Und ich hoffe, dass da noch viel mehr kommt. Aber es gibt so 2, 3 Mankos, die mir nicht so gefallen. Und das ist eindeutig, dass hier bei den Hindernissen das Pferd mit den Hinterbeinen immer in die Stange springt. Ja, irgendwie, das ist so ein bisschen merkwürdig von der Optik. Oh, gefailt. Fertig. Gewonnen. Nein, ich habe schon wieder gefailt. Oh, letzter Versuch geschafft. Und da habe ich es aber jetzt nochmal spannend gemacht. Ja, echt mal. So, und Longines. So, Longines, haben wir was Neues. Mhm. Oh, ich bin gespannt. Okay, das ist jetzt wieder so, wie wir es schon mal mit dem Fohlen gemacht haben. Ja. Ne? Aber auch cool. Ab. Dum, 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 dum. Gefällt? Was? Echt mal? Ja. Bis jetzt? Komm, ich will den Galopp sehen. Hopp, hopp. Oh, nee. Ich glaube, ich kriege heute keinen Galopp. Ja, also Pferdevorschau müssen wir nicht mehr machen. Sehen wir ja hier, ne? Genau, perfekt. Gangarten. Ohne Reiter, und so. Wildpferdemodus. Nein. Sehe ich hier echt keinen Galopp mehr? Nee, ich sehe hier keinen Galopp mehr. Ich habe jetzt nur noch 2 offen. Nee, ich habe keinen Galopp gesehen. Trab? Nö. Machen Sie es mysteriös. Ja, doch, als letztes. Echt? Bei mir nicht. Oh. Aber guck mal, dann sind die unterstehen. So, Level 9. Yay. Und ich habe gehört, mit Level 10 wird man das Pferd irgendwie aktivieren können, transferieren können, ähnliches. Genau. Und wir sind gespannt, die Spannung wächst ins Unerträgliche, also hüpfen wir los auf, auf 10, schnell! So, Endspurt, meine Lieben. Genau. Wir fangen jetzt nochmal an mit Füttern. Siehst du, ich fange andersrum an. Okay. So. Ja. Sind wir nochmal ein bisschen wild?
So. Genau, hier wird schon mal gewaschen in der Zeit. Bin gespannt. Also, Fazit zur App. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Also ich finde sie cool. Man muss ja jetzt auch mal überlegen, wir skippen es ja jetzt irgendwie durch. Wir sind ja viel, viel schneller, als man eigentlich ist. Genau. Und wenn man jetzt so jeden Tag dran rumtüdeln kann, das finde ich eigentlich schön. Was ich toll finde, ist die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nochmal einen Namen wechseln, ich möchte auch nochmal das Pferd wechseln. Das finde ich alles sehr cool. Ja, also ein paar Kleinigkeiten. Aber das ist dann schon ein bisschen, ne, wieder auf hohem Niveau. So. Ja. Doch, also passt. Für mich passt das eigentlich bisher so. Ja. Was denkst du? Ich bin mega überrascht über die App, wie gut sie funktioniert. Sie erinnert mich schon an einen Mix von verschiedenen anderen Pferdespielen, auch für Smartphone. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern man nimmt sich einfach das Beste raus und benutzt es für sein eigenes Spiel. Warum denn nicht? Genau, ja. Es ist schön gemacht, eine tolle Grafik. Ich finde es auch schön, dass wir nochmal den alten Stall haben, den wir jetzt nicht mehr haben. Irgendwie ist das so ein bisschen so, ja, ich bin ja ein ganz alter Hase in Star Stable. Es ist nochmal so ein Stück Nostalgie. Ja, ja. Grafik, hatte ich gesagt, ist schön. Mir gefallen die kleinen Minigames, auch viel Liebe zum Detail, wie sie trinken, wie sie fressen, dass absolut. Sie sich freuen, wenn wir ihnen Leckerchen geben. Auch mit dem Blubberbläschen und hast du nicht gesehen. Ich will jetzt einfach die Aufgaben machen, außer das letzte. Also ich mache mit dem Sattel jetzt anfangen. Ja, ich bin noch beim Füttern. Ach so, also wir sind jetzt hier mit den Aufgaben sind wir durch und jetzt komme ich. Okay, dann mache ich so langsam und dann machen wir gleich das letzte zum Schluss zusammen. Genau. Okay. So, gut. Jetzt kommen wir erstmal zum Sattel. So. Ich faile dann nochmal wieder bei den Sprüngen. Ja, Stück Nostalgie, viel Liebe zum Detail und ich habe gefailt. Auch wie die Stange so runterfällt, wie jetzt schon wieder. Ist viel Liebe zum Detail. Oh. Auch der Hintergrund, jetzt gerade hier bei den Sprüngen, wenn man da mal so ein bisschen nach hinten rausguckt, das ist so schön, auch mit den Blumen und diesen Nebengebäuden auch. Ne? Da steht ein Traktor rum. Ah. Das finde ich einfach ganz großartig, während Mandy jetzt hier gerade sich aufricht. Dass ich neu anfangen muss, ist, kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin. Du musst gleichzeitig wirklich mit dieser Hand das machen. Oh. Im ich bin übrigens fertig mit den Sprüngen. Schön. Mann. Oh. Ja. Finde ich sehr schön. Es gibt halt die ein oder andere Sache, wo ich sage, das hätte man ein bisschen schöner gestalten können, wie zum Beispiel jetzt mit den Hindernissen, dass wir da mit den Hinterbeinen nicht reinspringen. Von einer, Mandy, einer. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich komme da aber auch nicht ohne Fehler durch dieses Ding, ey. Himmel, Herrgott, ey. Ich muss noch eben longieren, gib mir einen Moment. Ich bin noch beim Longieren, kein Thema. Aber Galopp, ja, los, lauf. Ich mein, hey, wieso habe ich das jetzt falsch gemacht? Hä? Das hatte ich doch auch eben einmal. Oh, und schneller Galopp, hey! Echt? Leichter oder Jagdgalopp? Leichter. Okay. Also der normale Galopp und dann eine schnellere Stufe. Ich glaube, Stargardner ist einfach ein bisschen faul, der hat keinen Bock. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich aber den Wurm drin. Vielleicht klicke ich zu schnell, vielleicht lasse ich zu schnell los. Ich glaube, ich lasse zu schnell los mit der Maus. Das könnte sein. Wir laufen mal hier ein bisschen. Auch hier die Blümchen auf der Koppel, ne? Also, ja, während die Mandy noch longiert, ne? Gucken wir uns mal die Blümchen an. Galopp! Yay! Er hoppelt wie ein kleiner Hoppelhase. Ja, auch mit den Steinen und so. Also, es ist wirklich schön gemacht, auch mit den Hügeln. Gut, in Star Stable selber würden die mich, glaube ich, ein bisschen nerven, weil mein Pferd andauernd steigen würde und sagen würde, ich komme da nicht hoch. Richtig. Ja. Kenne ich irgendwo. Ja. So. Okay. Kurz vor Level 10, letztes Training. Oh Gott, das sind schon wieder Hindernisse. Ich sehe es schon wieder, das wird furchtbar. So, draufgeklickt. Okay, oh Gott. Oh Gott, was muss ich tun? Oh, sieht das süß aus. Aus der Entfernung. Hui, du schaffst das, Star Guardian. Boah, springt der hoch. You can do it. Ja, es ist ein Sprungtier. Geht alles. Hier, hör mal. Ja. Mein Gott. Meine Güte, du. Okay, das ist wirklich süß gemacht. Ja. Das ist einfach nur niedlich.
Erinnert mich jetzt wieder auch an eine andere Pferde-App, aber total niedlich gemacht ist das, David. Eben. Kann man nicht anders sagen. Habt ihr gut gemacht. Ja. Nein, und man muss ja sehen, es muss ja auch alles so ein bisschen fürs Handy passen, genau. Und so. Und genau. Level 10! So, Level 10! Maximales Level erreicht. Du kannst dieses Pferd jetzt kaufen und zu Star Stable Online transferieren. Dieses Pferd kaufen? Ja, bitte. Oder vielleicht später? Ja, bitte! Ich drücke mal auf vielleicht später, um zu gucken, was passiert. Aha, du hast dann oben links einfach ein Starcoins-Fenster. Du kannst keine täglichen Aufgaben mehr machen, aber okay. Du hast ein Starcoins-Fenster. Gut, aha, dann gibt man jetzt hier seine E-Mail-Adresse ein. Die blende ich aus, die erzähle ich euch nicht. Na, 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 na. Bin gemein, ich weiß. So. Anmelden. Weißt ja, dann auch Passwort mein... sollte man auch noch eingeben. Ja, ne? Das Beste, am besten noch das Richtige. Du bist eingeloggt, schön. Aha, dieses Pferd kaufen. Es kostet 969 Starcoins. Ich habe 7141 Starcoins. Ausloggen, kaufen oder X drücken. Ich gehe auf kaufen. Bist du soweit? Moment, dieses Pferd kostet... Naja, genau, jetzt bin ich da auch. Genau, du hast 22.000, du bist gierig. Okay, kaufen, kaufen. Klicken wir auf kaufen. Okay. 3, 2, 1 und... 1. Kaufen! Go! Oh, oh. Bist du sicher? Ja! 1, 2, 1, go! Gezählt! Yay! Gut gemacht! Du kannst dein Pferd jetzt in Star Stable Online reiten. Das Pferd befindet sich entweder in deinem Stall oder auf deiner Weide. Okay. Jupp, hopp, hopp. So, und jetzt können wir das Spielchen von vorne anfangen. Jetzt können wir uns noch ein anderes Pferd holen. Wir könnten nochmal den Schecken holen, den Falben holen oder sogar den Schimmel holen. Richtig. Ja. Jetzt haben wir hier alle Möglichkeiten nochmal und können das Ganze, genau, wieder ganz normal, ne? Ja. Ja. Und ich würde sagen, wir loggen uns jetzt mal in Star Stable ein. Das machen wir. Gut. Bis gleich. So, wir haben uns jetzt in Star Stable eingeloggt und wir haben unsere Pferde in einer Box gefunden. Wie die App schon gesagt hat, ihr findet das Pferd entweder in einer Box oder bei euch auf der Weide. Falls dem nicht so sei, dann schreibt den Star Stable Support. Ja, da steht mein Star Guardian. Genau, und mein Blue Diamond. So, jetzt statten wir das mal hier aus. Na. Weite mal raus. Hauptsache, die Tür knallt mich nicht wieder weg. Gott sei Dank. Ach, du bist schon ich bin schon aus der Box raus. Ja. Ich bin schon aus der Box raus. Ich habe jetzt gerade Star Guardian neben Morningdale stehen. Ja. Hm. Okay. Die tollen blauen Augen haben sie auch in-game, ne? Total schön, drin. Ja. Ja, ja. Obwohl die Mähne stört mich. Können wir noch zum Friseur und uns die Frisuren einmal kurz angucken? Ja, das können wir doch, wenn wir hier... Awesome. Ich wohne ja in Valdey. Ich reite jetzt mal Richtung Friseur. Oder gut, dann mache ich das auch. Dann gehe ich bei Steve raus, dann gucke ich mir die anderen Mähnen an. Weil der Mustang hat ja leider eine Mähne, die einfach nur angeklatscht ist auf der Schulter. Leider. Ja. Aber so sieht er aus wie ein normaler Mustang. Genau, würde ich auch so sehen. So, ich bin im Stylisten. Ich bin auch gut, auf dem Weg. Ist jetzt Nacht, man sieht das jetzt nicht so gut, aber wir werden noch ein Video darüber machen, wie sie halt tagsüber aussehen, in voller Blüte. Genau. So. Ich werde das dann da bin ich jetzt machen, auch. Wenn ich von der Arbeit wieder da bin. So, okay. Oh Gott, das Pferd frisst ja die ganze Zeit wieder. Oh. Okay, meine Lieblingszöpfchen, meine Lieblingsfrisur. Ja. Er hat eine komplett schwarze Mähne. Oh, nein. Da sind zwei weiße Zöpfchen. Oh, schön. Ja. Oh, schon sieht das Pferd viel attraktiver aus. Gut, der Pony ist komplett schwarz und hinten der Schweif ist doch, ist okay. Kann man nichts sagen. Nein, ist in Ordnung. Absolut. Ist in Ordnung. Okay, die nächste Mähne. Köpfchen hoch. Ja. Gott, da. Diese verfressenen kleinen Tiere. Echt? So. Oh, die Strähne ist total süß. Ja, das ist süß, wirklich süß gemacht mit der Strähne. Sehr, sehr, sehr schön. Ich kann wieder nichts sehen, weil dieses Tier schon wieder den Kopf unten hat. Kann man da so verfressen. Ich habe schnell weitergeklickt. Gott sei Dank hat er den Kopf noch oben, aber gleich wird er mir wahrscheinlich Schwierigkeit machen. Nein, gefällt mir auch sehr gut. Die Mähne habe ich auch auf Morningdale, meinem Schecken-Mustang drauf, dem braun-weißen. Mhm. Schau mal, so. Du hast doch den Schweif an, ne? Das ist auch in Ordnung, finde ich. Absolut. Ja. Dann die damalige Wildpferdemähne. Ist auch sehr voluminös aus. Aber ich finde, die ist sehr ähnlich eigentlich der, wenn du jetzt mal runter guckst, hin und her gehst, ne, die ist sehr ähnlich der Originalmähne, wobei sie von den Spitzen so ein bisschen detaillierter ist, wenn er denn mal den Kopf oben hat. Also von der Seite gesehen, dann siehst du das so ein bisschen, dass die Spitzen ein bisschen, das ist eigentlich netter. Auch ne? Die Spitzen von den Mähnen sehen auch ein bisschen... Also ja, von der Standardmähne her gesehen und dieser Mähne gefällt mir die auch besser.
Aber die Strähnen sind auch ein bisschen klump, oder? Ja, ja, ja. Könnte man sagen, rein theoretisch. Genau. Oder? Was jetzt nicht heißt, dass sie schlecht ist. Nein. Im Gegenteil. Nein. Ne? Der Schweif ist leider da ein bisschen sehr verwaschen, aber es ist noch im Rahmen, wo ich sage, das nehme ich in Kauf. Ja, es ist ja leider oftmals bei der Mähne. Ne? Es ist irgendwie, ne? Da haben sie den Schweif immer nicht so. Naja. Ja. So, naja. Die kurze. Ist ja Gott sei Dank nicht wie bei den Friesen. Genau, die kurze. Dann nimmt er den Kopf runter, wusste ich es, dann fange ich mit dem Schweif an. Der Schweif ist schön bei mir. Ich bin jetzt bei der Mähne. Ich nutze es gerade, dass der Kopf mal oben ist. ist in Ordnung. Also wäre sowas ein bisschen kürzeres mag. Genau. Kann man lustig ist sagen. Da die Strähne in der Mitte beim Schopf. Ja, das ist süß, ja. Ne? Im Schopf. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Und der Schweif ist auch in Ordnung, kann man auch nicht meckern. Ja. Ja, passt. Ich kaufe mir eine andere Mähne. So. Soll ich jetzt wirklich raten, ernsthaft, welche? Ja, mach mal. Zöpfchen? Ja. Ach, Überraschung! Überraschung! Wer hätte das gedacht? Mandy macht Zöpfchen aufs Pferd. Wir treffen uns kurz im Wälde. Machen wir. Am See. Am See. Am See, okay. Zeigen wir mal ganz kurz die Gangarten im Dunkeln. Wie gesagt, ein ausführliches Video zu den Gangarten bekommt ihr noch tagsüber, wenn es hell und schön ist und man alles sehen kann und jeden kleinen Pixelfehler sehen kann. Genau. Wir werden alles finden. Wir werden alles sehen. Und da ich ja faul bin, bin ich jetzt zurückgeritten zum Stall und steige in den Transporter zum See. Mhm. Boah, haben wir auch gemacht. So. Und ich überrasche dich jetzt. Du überrascht mich jetzt? Ja. Ach so, mit den Zöpfchen. Keine Zöpfchen! Keine Zöpfchen! Keine Zöpfchen! Was ist passiert? Ich mag die Mähne bei dem Mustang unglaublich, diese hier. Die ist schön, und, ja. Die weiße Strähne gefallen mir so beide so gut im Pony und in der Mähne. Ja, das ist wohl wahr. Deswegen, ne? Dein Outfit passt so gut dazu, mit dem Grau. Ja, das passt dir jetzt mal zufällig. Das passt sehr gut, ja. Ich habe, glaube ich, warte, ich habe auch was Graues mit, aber das ist auch gelb. Aber das passt gut zu ihm. Das kann er tun. Aber das Problem ist, ich finde die Trense ein bisschen furchtbar, weil die so viel gelb ist. Ich hätte es lieber, wenn die Farben andersrum wären. Das wäre schöner. Aber es gibt keine richtige Trense in dem Grauton. Okay, ja. Leider. Ja. Dann, das geht. Bock geht auch. Ja. Ja, genau. Machen wir gleich einen Haarhof. Machen wir. Yes. Okay, warte. Habe ich jetzt richtigen oder falschen Hufeisen hier? Okay. Ja? Wir machen einen Haarhof. Wer das nicht kennt, Gesundheitsschweinchen, mein Meerschweinchen, Gesundheit, war gerade am Niesen. wer das nicht kennt, die Mustangs haben ja diese Buckelfunktion und wenn wir zwei Mustangs so hinstellen und dann runterzählen, dann geben wir uns, also dann treten wir nicht aus, sondern wir geben uns einen Haarhof. Richtig. Ja. Ja. Sind wir bereit? Sind wir. 3, 2, 1 und go! Oh, wenn guck das mal, nicht perfekt. Stimmt, da weiß ich auch nicht. Oh, super. Okay, gut, dann zeigen wir kurz die Gangarten. Ist gar nicht so leicht hier, wa? Ist nicht so einfach. Ja, reiten wir einfach ein bisschen auf und ab. Einfach mal so ein bisschen so den Schritt zeigen. Ich mach mal kurz noch das Interface aus. Das könnte ich auch mal machen, das ist eine gute Idee. Das arme Pferd ist auch noch nicht gefüttert, weil die Stallhilfe heute noch nicht gearbeitet hat. Ja gut, wir haben es ja mitten in der Nacht. Eben. Ne? Also wir nehmen das Ganze gerade um 1 Uhr nachts auf. Ich werde morgen müde sein in der Schule, aber ja. Ja, und nicht nur die Mandy wird sich durch den Tag schleppen, die Xim auch. Warte mal, ich liebe den Trab. Ja, ich finde das so mega entspannt. Das ist so richtig, das sieht so nach so gemütlich, chill und... Ja. Ne? Der Mustang ist einfach ein großartiges Pferd und wirklich mein Lieblingsmodell mittlerweile. Gut, Agilitätstest bestanden, das war Absicht. Natürlich. Mhm. So, ich galoppiere mal und springe mal über das Hindernis. Auch, ich liebe einfach die Gangarten, dass die so locker flockig sind und so ruhig und... Xim, der ist ja Level 10, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet. Stimmt ja. Oh, ist das geil, das Pferd ist schon Level 10. Ich werde jedes Pferd wahrscheinlich hassen, was ich von Level 1 jetzt immer leveln muss. Das ist ja großartig. Ist das wirklich? Hast du nochmal nachgeguckt? Ich habe jetzt wirklich nicht drauf geachtet. Wenn du C drückst, drück mal jetzt einfach C für Charakter, dann siehst du das. Stimmt. Krass. Oh, ist das geil. Und das für denselben Preis wie auch die anderen. Ja. Awesome. Star Stable, dickes Lob. Tolle App. Hier und da könnte man auf hohem Niveau jetzt nochmal knüngeln und sagen, da hätte ich wieder schöner ausarbeiten können. Aber für denselben Preis auf Level 10, die App mit dem Aufziehen und so weiter,
Was geben wir für eine Bewertung für die App? Also ich würde im Grunde eine 9 geben. Wenn man jetzt 10 als Bestes sieht, weißt du, so ein bisschen rummeckern kann man ja mal, ne? So ein paar Sachen. Oh. Huch! Also Fällen geht, das war jetzt einfach nur mal ein Test. Wie sieht das so aus? Ja. War mit dem, das war kein Fail, das war der Test. Nein, der das war ein Sliding Stop. Ja. Oh. Hey. Tschüss. Ich will jetzt, ja, ich will auch ein Sliding Stop. Warte. Hui. Ich liebe die Muster. Das sind so wunderschöne Pferde einfach nur. Die sind klasse, ne? Die sind wunderschön. Ja. Wunderschön. Ja, wie siehst du es? Was ist deine Benotung der App? Ich würde der App eine 9,5 geben, weil ich jetzt auf hohem Niveau quengel, dass ein, zwei Sachen noch besser ausgearbeitet werden können. Aber grundlegend einfach top wegen dem Preis, Level 10. Richtig. Und dass das auch so flüssig gerade mit Starcell funktioniert, dass du das über die App sofort transferieren kannst, einfach durch die E-Mail und zack, es ist da. Das wundert mich. Also ich habe wirklich, wirklich geglaubt. Also liebe Starstable-Team, ne, normalerweise, ihr müsst es zugeben, seid ihr wirklich für jeden Bug gut. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe gedacht, also Leute, oh Gott, eine Handy-App und dann das Pferd transferieren in-game. Und Gott, das wird, wir mit werden... Mit dem Namen und hast du nicht gesehen, aber das hat jetzt gerade gut funktioniert. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gut wird das laufen, wenn das morgen Gott und die Welt halt ausprobieren wird und machen das wird ist die und nicht nur Frage. Deutschland, sondern alle anderen Länder auch. Richtig. Das ist die Frage, obwohl wir Deutschen ja ziemlich schnell mit solchen Informationen dabei sind. Ja. Ich denke mal, wir sind einer der Ersten, die... Die Buschtrommeln trommeln hier ziemlich laut und schnell. Genau, ich denke, dass das viele andere jetzt auch mitkriegen werden aus den anderen Ländern, dass die Deutschen halt jetzt die Fohlen haben. Oder vielleicht kommt das ja sogar schon erst von den Engländern oder von den Amis. Wer weiß das jetzt schon. Aber wir sind auf jeden Fall eine sehr große Community für Starstable und die können auch nicht mal eben auf uns, glaube ich, verzichten. Wir sind, glaube ich, mit der zweit- oder drittgrößte Server, den es überhaupt gibt, oder? Ich glaube auch. Die Amis haben, ich meine, 9 Server. Wir haben mittlerweile 6 Server. Mhm. Ich weiß gar nicht, haben die anderen auch so viele? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht. Bekannt, ja. Aber gut. Man kann uns natürlich auch belehren und sagen, doch. Ja, und ja, also 9,5. Wenn wir von den Android-Sternen ausgehen würden, würde ich eine 4,5 geben von 5 Sternen. Und, Gottes Willen. Verdammt. Shit. Okay. Wir haben das eben. Den Jagdgalopp habe ich noch gar nicht ausprobiert. Stimmt, genau. Den könnten wir jetzt doch mal hier lang. Noch testen. Nein. Also ich bin gespannt, wie das Pferd tagsüber aussieht. Ich weiß nicht, ob er an Morningdale rankommt, weil Morningdale tatsächlich ein großartiges Pferd ist, obwohl ich auch geknöttert habe erst beim Kaufvideo. Mhm. Aber mal gucken, wie er mir morgen gefällt, das Star Guardian. Ich bin auch sehr gespannt. Und ich glaube, wir können jetzt hier mal, wenn wir die Runde hier beendet haben, auch mal einen Cut machen. Das Video war lange, war viel zu zeigen. Genau. Oder vielleicht haben wir es ja doch in 2 Videos gecuttet. Wer weiß das schon, was wir so treiben. Ihr wisst es jetzt, weil wir haben es schon fertig geschnitten und hochgeladen auf YouTube. Und dann habt ihr es natürlich gesehen. Ja, vielen Dank, Sam, dass du das mitgemacht hast. Gerne, gerne. Gefreut. Immer wieder und, gerne. Schön. Wenn euch die Folge oder wenn euch die Videos gefallen haben, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das ist mal ein ganz schnelles Feedback für uns, dass es euch gefallen hat. Einen Link zu der App findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und auch nochmal zur ersten Folge. Richtig. Kommt ihr da. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der App. Und wenn das nicht auf eurem Handy funktionieren sollte, kann ich euch den Nox App Player empfehlen. Ja. Allerdings übernehme ich keine Haftung dafür, dass da alles korrekt ist und dass das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich kann sagen, dass der Emulator funktioniert. Glixim hat den ja auch genutzt. Genau, das hat jetzt einwandfrei funktioniert. Ihr habt es ja gesehen, es lief wirklich super durch. Und Ja, ne? Aber wir haften halt nicht für die App oder für das Programm. Und falls das mit eurem Handy halt nicht kompatibel wäre, könntet ihr das ja vielleicht so machen und dazu findet ihr bestimmt auch ein Tutorial auf YouTube und genau. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche, ganz viel Spaß mit der Pferde-App, mit den Pferden und bis dahin eure Licia und Dixim. Tschüss. Tschüss.